Zeuge Günther Stark, Deutschland, Lehrer 36 Jahre, 137. Verhandlungstag, 18.02.1965. Sind Sie damit einverstanden, dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Herr Stark, es handelt sich bei Ihrer Vernehmung nur um Folgendes. Ihr Bruder war, wie er uns hier sagte, beurlaubt, um zu studieren und einmal bei einem Kurs oder einem Lehrgang in Dachau. Und es kommt ihm darauf an, zu wissen oder festgestellt zu wissen, wann das gewesen ist und was Sie davon noch wissen. Das war im Jahre 1943. Ja. Und zwar war mein Bruder im Wintersemester 1942-43 hier in Frankfurt und hat hier studiert. Ja. Als sein Studienurlaub um war, fuhr er wieder zurück, wie ich wusste, nach Auschwitz und kam wenige Tage später, also ich möchte mich jetzt auf die Tage nicht festlegen, das hat sich aber nur um eine kurze Zeit gedreht, sagen wir mal höchstens 3 bis 4 Tage, kam er wieder zurück. Und zwar weiß ich das deshalb so genau, wenn ich mir das jetzt vorstelle. Erstens einmal, wir haben da also nur ein Zimmer gehabt. Wir waren nur zu zweit und da mein Bruder weg war, habe ich das eine Zimmer gehabt. Sein eigentliches Zimmer war vermietet. Als er dann seinen Studienurlaub beendet hatte, durfte ich also das Zimmer wieder beziehen. Ich schlief da im Wohnzimmer. Und gleichzeitig ist die Vorstellung noch mit einer anderen assoziiert, nämlich als er zurückkam, unmittelbar nachdem er abgefahren war, das heißt nach 3 bis 4 Tagen, sagte er, er käme zu einem Offizierslehrgang. Mhm. Und aus diesen beiden Vorstellungen glaube ich mich ganz bestimmt erinnern zu können, dass das so war, wie ich es vorhin gesagt habe. Mhm. Und sagen Sie mal, wann war denn dieses Semester zu Ende, 43? Herr Vorsitzender, daran kann ich mich nicht erinnern. Nicht mehr erinnern, das wissen Sie nicht mehr genau. Sie wissen also deshalb gar nicht, in welchem Monat das war, dass er da noch mal nach Hause gekommen ist. Darauf möchte ich mich nicht festlegen. Es kann sich also, grob gesprochen, nur ums Frühjahr gedreht haben. Nur ums Frühjahr. Noch eine Frage, Herr Rechtsanwalt? Herr Staatsanwalt, Herr Nebenkläger? Nein? Stark, wollen Sie selbst noch etwas dazu sagen? Nein? Anträge zur Beeidigung? 61.2. Ich glaube, es muss eine Beeidigung erfolgen, denn es gibt keine Anhaltspunkte, mindestens sind mir keine erkennbar, die in irgendeiner Weise die Unglaubwürdigkeit des Zeugen beinhalten könnten. Und das wäre Voraussetzung auch nach 62.2. Erstens ist der Antrag nach 61.2 gestellt, zweitens ist das keine Voraussetzung der Unglaubwürdigkeit dafür notwendig, sondern ist es ausschließlich das Ermessen des Gerichtes. Nach dem Wortlaut 61.